Unser erstes Thema ist Gamescom, würde ich mal sagen. Ja. Jo. Wir waren da am Pressetag da und hatten das Vergnügen, ohne die ganzen Besucher dann da zu sein. Gamescom! Ja, weil wir waren ja auch letztes Jahr schon da, aber zu den normalen Besuchertagen. Und das war einfach viel zu voll. Das ist nichts für euch Weicheier. Ich war den ganzen Tag da, bis abends. Ja, das haben wir nicht ausgehalten. Ohrenstöpsel und Buch, sag ich nur. Nach vier Stunden haben wir schon so die Schnauze voll von der ganzen Beschallung und von den ganzen Leuten, die da rumgelaufen sind. Du konntest dich ja teilweise überhaupt gar nicht bewegen. Ich glaube, so ab 11 oder so waren dann irgendwann so Flaschenhälse in den Gängen, wo du gar nicht weiterlaufen konntest. Ja. Und das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber jetzt am Mittwoch war das, ne? Da war das echt sehr angenehm, weil dann nicht so viele Leute unterwegs waren. Du auch mal eine Chance hattest, dir ein paar Spiele anzugucken. Ohne dass du dich 5 Stunden irgendwie anstellen musstest. Naja, gucken geht immer, aber spielen. Interessiert natürlich vor allem, was Toto gespielt hat, weil Toto spielt so die Sachen, die ich links liegen lasse, weil die alle spielen. Hast du dir denn angeguckt? Also ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt. Anfangs waren wir, glaube ich, im Konami-Stand alle zusammen. Ja, wo es kein Silent Hill gab. Kein Silent Hill, aber dafür Castlevania, das neue, und auch 99 Nights 2. Ja. Geiler Titel. Und noch ein Spiel, was ich jetzt gerade vergessen habe, meine ich. Aber Saw 2? Ja, genau. Ja, richtig. Und, wie hieß denn das? Dieses Video zu, weiß nicht, mit diesem einen Zombie, der... Never Dead. Ja, da hatte ich vorher noch nie was von gehört. Also ich schien das alle zu kennen, aber nee, da war ich überhaupt nicht im Loop drin. Das sah extrem witzig aus. Ja, ich glaube, man spielt einen Untoten, der jedes Mal, wenn er irgendwie getroffen wird, sich dann neu einsammeln muss. Mhm. Also habe ich heute den Trailer mir runtergeladen auf Xbox Live. Und das ist wirklich so, da ist ja am Anfang nur der Kopf da. Er rollt dann durch die Gegend, dann findet er ein Bein, hat er ein Bein noch dran, dann findet er einen Arm, dann findet er ein Torso, bis er dann zum Schluss wieder voll da ist und dann dem Monster die Jacke voll kotzen kann. Das sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Castlevania habe ich selbst auch nur 5 Minuten gespielt, bis dann der... Konsole meinte, sich mal abschalten zu müssen, so wie jede zweite da in dem... Das sind einige Konsolen, Castlevania, 99 Nights 2, da lief ja vielleicht jede dritte Konsole mal länger als 2-3 Minuten. Ja, das war echt grausam. Aber was ich spielen konnte bei Castlevania, hat mir echt gut gefallen. Flüssiges Gameplay, schön blutig. Ja, sieht nach einer schönen Metzelei aus, auf jeden Fall. Das sah schon witzig aus. Das hat sich zwar extrem wie God of War gespielt, aber es muss ja nichts Verkehrtes sein. Was mir aber aufgefallen ist bei der Gamescom allgemein, dass sehr viele God of War Spiele, sag ich mal, angepriesen worden sind. Also da hatte ja wirklich jeder Publisher, jeder Entwickler ich mache jetzt einen auch auf God of War Spiel da. Das fand ich ein bisschen sehr überwiegend teilweise. Ja, es gibt echt sehr viele. Es gab ja in der Vergangenheit so Sachen wie natürlich God of War 3 und dann Dantes Inferno und Bayonetta und mir fallen sie alle gar nicht ein. Und das hat sich alles so gut verkauft offenbar, dass das viele da jetzt nachziehen. Was mir persönlich eigentlich gut gefällt, weil ich die eigentlich sehr gerne spiele. Ich mag solche Spiele sehr gerne, aber ich kann auch verstehen, dass da einige dann doch ein bisschen übersättigt von sind irgendwie. Du hattest ja so eine Erfahrung mit Dantes Inferno. Ja, ich habe dieses Jahr die God of War Collection gespielt und Bayonetta dieses Jahr. Und dann Dantes Inferno und irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Da musste ich auch eine Pause machen. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber das ist einfach zu überladen. Ich glaube, Devil May Cry 4 hatte ich auch dieses Jahr noch gespielt. Das war dann das 5. Spiel in der Art. Und das bis Mitte des Jahres. Ist dann doch ein bisschen viel. Ich meine, wir hatten ja gleich den nächsten God of War Hit Enslaved. Aber es schien nicht so, als würde euch das zur Nase raushängen. What the hell is that?
sich jetzt auch nicht so als God of War Klon identifiziert. Also das war doch schon ein bisschen mehr für mich, fand ich. Es hat ein bisschen was von Prince of Persia gehabt, fand ich. So eine Mischung aus Prince of Persia mit ein bisschen mehr Metzeln. Wahrscheinlich auch so ähnlich funktionieren, wenn hinterher, das konnte man jetzt ja bei der Version noch nicht testen, wenn dann hinterher noch die Partnerin dann dazu kommt, dass man da sowohl Rätseleinlagen wahrscheinlich noch ein bisschen mit hat und sowohl dann aber auch das Brawler-mäßige dabei, das dann ähnlich wie mit Elika dann in diesem Prince of Persia Teil für die PlayStation. Das ist ja von den Heavenly Sword-Machern, hat das einer von euch durchgespielt? Also wie bei den meisten Launch-Titeln habe ich sie irgendwann mal bei irgendeinem Kollegen angespielt. Aber das wurde mir dann nachher ein bisschen zu chaotisch von der Steuerung. Ich habe das durchgespielt und ich fand es auch gut. Also es ist im Prinzip auch wieder ein God of War-Klon, wenn man so will. Aber mit einem echt schönen Design. Also das hat, das ist so ähnlich wie bei Enslave, dass das vor allen Dingen auch durch diese außergewöhnliche Gestaltung und das außergewöhnliche Artdesign so ein bisschen auffällt. Und es ist ein sehr kurzes Spiel. Ich glaube, man hat das, wenn man geübt ist, so nach 5 Stunden ungefähr durch. Aber es lohnt sich schon. Also mittlerweile gibt es ja echt auf dem Gabentisch für 10 Euro oder so. Und ich würde jedem, der das halt noch nicht gezockt hat, vielleicht mal empfehlen, mal reinzugucken. Ist irgendwie sehr, sehr, sehr an God of War orientiert, nur dass es halt alles etwas femininer und schneller ist. Also du spielst halt eine Frau, die alles Mögliche machen kann und dreimal so schnell wie Dante und dreimal so schnell wie alle anderen Helden aus den Spielen. Und also es hat es erinnert so ein bisschen an auch so Filme wie Tiger and Dragon und so, dadurch, dass die halt so verrückte Sachen machen. Es sieht halt sehr nach Drahtseilakrobatik aus. Und wenn man es mag, dann ist das ein sehr angenehmes Spiel, aber es ist halt auch entsprechend schnell. Ich glaube, dir das, glaube ich, mal gezeigt und du hast gesagt, irgendwie ist es zu Flix. Du spielst lieber Conan. Ja, stimmt wohl. Es irgendwie kommt meine Japanophobie vielleicht auch ein bisschen mehr vor. Es ist nicht so ganz mein Ding. Enslave war ja auch sehr, sehr schnell. Also es kam mir sehr schnell vor. Also es waren sehr viele schnelle Klettereinlagen drin, gepaart mit der Action. Es ging sehr flüssig ineinander über. Also es hat mir schon gefallen. Also die Kombos gehen sehr flüssig von der Hand. Das war schon sehr angenehm zu spielen. Also ja, merkt man, dass sie ihre Tradition halten. Also die einzige Kritik, die ich dann so beim Anspielen hatte, war, dass das dann doch ein bisschen zu einfach ist. Also man konnte zum Beispiel, es gab dann so eine Opening-Sequenz, wo man von einem abstürzenden Raumschiff, glaube ich, Flugzeug, runterflüchten muss und man kann nicht runterfallen. Also es sind immer diese unsichtbaren Barrier immer da, die man aus Konsolenspielen kennt. Und bei so einem schnellen Spiel wäre es natürlich anspruchsvoller und spannender gewesen, wenn man tatsächlich von so einer Tragfläche dann fliegen kann. Und das fand ich ein bisschen schade, aber das macht die Inszenierung dann wieder wett. Ja, also runtergemäht werden kann man ja trotzdem. Also mir ist es passiert. Also. Ach so. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin zu weit unten geblieben und dann... Ach so, wo das abgestürzt ist und man genau, dann ist das Ding gecrashed und ich hing unten dran. Also es ist grafisch wirklich richtig schön. Also wie man es von Heavenly Sword auch gewohnt ist, sehr detailliert. Und so dieser Misch aus Science Fiction mit den ganzen Robotern und auch irgendwie die Natur, die dann die Welt wieder sozusagen zurückholt. Also es sieht sehr vielversprechend aus. Und es sieht vor allen Dingen auch schauspielerisch interessant aus. Ne? Dadurch, dass Andy Serkis dann das Motion Capturing für die Figuren gemacht hat. Was bei Heavenly Sword ja auch schon so war, aber das haben sie jetzt wohl deutlich verfeinert und das ist schön. Also ich hatte jetzt bei dieser kurzen Präsentation, die wir gesehen haben, schon den Eindruck gehabt, dass man den Figuren, ich habe es ja gar nicht verstanden, weil es viel zu laut auf der Messe war, aber man konnte an den Gesichtern schon ablesen, was die fühlen. Und das fand ich schon ganz cool gemacht. Die Cutscenes, die waren sehr filmisch. Hat mir auch gut gefallen. I need to find another way. I think I might be able to do something. Pull me. Pretty basic, but for our purposes, I'll do the trick. Es gab ja auch viele andere Sachen, die wir gesehen haben. Wir waren bei einer Präsentation von A New Beginning dabei. Ja, genau. Deutsche Adventures. Deutsche Adventures. Ich glaube, Deutschland ist das Land der Adventure, glaube ich. In der Wirtschaftssimulation. Ja, und genau. Landwirtschaftssimulator. Ja, der war geil. Also. Hat mir einiges abverlangt. Wo ist dein Hut? Na, der Hut, den habe ich jetzt doch meinem Vater gegeben, nach dem Motto, hier, also, wenn du spielst demnächst, kannst du ihn auch schön aufsetzen dazu. Hat ein bisschen komisch geguckt, hat mich auch nicht gewundert, aber naja, Landwirtschaftssimulator ist nicht wirklich mein Ding. Ja, The New Beginning, ja, von den, wie hieß es noch, Aetna bricht aus, ja? Ne? Genau, das ist also das hauseigene Studio, das das macht. Die haben Aetna bricht aus und fällt mir jetzt gar nicht ein. Whispered World. Total empfehlenswerte Adventures.
Ich glaube, die haben sogar eine Auszeichnung gekriegt, ne? Also, Entwicklerpreis, glaube ich, 2009 genau. War das. Genau, 2009, letztes Jahr. Und ich finde auch zu Recht. Es ist auch so schön, die sind wirklich noch so handgemacht. So sehen die auch aus, die ganzen Zeichnungen, das, so die ganze Detailarbeit darin, dass es wirklich noch wie so ein Zeichentrickfilm aussieht, so wie damals auch die King's Quest Adventures. Das hat irgendwie noch so einen gewissen Flair von den älteren Spielen auch. Und es wird ja eigentlich komplett so auf modernere 3D-Animation verzichtet, vielleicht hier und da so ein bisschen mal bei den Effekten. Aber sonst eigentlich komplett wie eine Grafiknovel auch dargestellt. Es ist halt sehr schön, dass sie wirklich in jedem Spiel einen neuen Stil ausprobieren. Mhm. Also Machinarium oder Edna bricht aus mit einem relativ einfachen Stil. Heben sich natürlich ein bisschen verloren. Die Geräusche waren jetzt einfach zugehört. Ja, der war schon aber du warst bei dem, ich glaube, bei dem Dingenstil, ne? Bei dem ja, genau. Es ist, ich finde es sehr schön, dass sie wirklich mit jedem Spiel, was sie machen, einen neuen Grafikstil beziehungsweise generell ein neues Design halt ausprobieren. In New Beginning ist es ja mehr der franco-belgische Stil, der mich sehr an die Sachen von Möbius erinnert hat, der zum Beispiel den Film aus der 80er, Zeichentrickfilm aus der 80er, Herrscher der Zeit, gemacht hat, also maßgeblich für das Artdesign damals verantwortlich war, hat mich sehr daran erinnert. Und bei Machinarium oder Edna bricht aus, der sehr einfaches Grafikstil, ja, aber trotzdem perfekt gepasst hat. Ganz am Anfang waren es eher franco-belgische Comics, die da so herangezogen wurden. Da sah das Spiel auch noch ein bisschen simpler aus von den Hintergründen, also von der Kolorierung her, da ist jetzt noch so ein bisschen malerischer geworden. Die Comic-Cutscene sollte mir, es ist eigentlich mehr so diese Graphic-Novel-Schiene. Also Comics mit dieser ernsten Thematik und halt ist ja sehr realistisch gehalten auch so. Es ist nicht so wie Whispered World, was ja sehr comichaft ist, oder Edna, was ja noch abstrakter ist so von den Charakterdesigns. Ja, also das Graphic Novel-mäßige war so das Wort, was wir irgendwie so angepeilt haben, was wir erreichen wollen. Also bei der Präsentation sind mir auch die lustigen Figuren aufgefallen und spielt so einen alten Typen, der heißt Ben, glaube ich, ne? Bent. Ein Norweger. Ein Norweger, ja. Und der hatte so einen trockenen Humor, der mir sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, dass das so im Spiel auch beibehalten wird, weil das würde dann die Situation, also diese Science-Fiction-Story um einen Neuanfang der Menschheit und so, dann auch deutlich würzen. Also so, ich störe mich so ein bisschen mit dem Ernst, dass es so ein super ernstes Spiel ist. Es hat eine ernste Thematik, aber es hat auch so einen sehr augenzwinkernden Zugang zu dem Ganzen. Also es ist sehr schwer, also die größte Schwierigkeit war, das Spiel zu schreiben, dass man macht ein Spiel über den Klimawandel, was allein schon so ein schwerer Block ist. Und wenn man im Internet auch ganz so gelesen hat über die Reaktion zu dem Spiel, alle fanden es immer so, es war für viele zu schwer oder zu ernst. Gleichzeitig ist es eine Geschichte über Leute, die in komischen Uniformen, in so Zeitkapseln, in die Vergangenheit springen, um uns davon zu überzeugen, was anders zu machen. Das ist dann schon sehr trashig auch wieder. Und im Grunde ist es halt eben diese Kombination von, wir erzählen ein Spiel, das eine ernste Thematik aufgreift, aber halt das sehr charmant zu machen. Und es hat auch viel Humor, das Spiel. Und gerade Bent und Faye, so das Zusammenspiel zwischen den beiden, das ist auch witzig. Das ist auch interessant, das scheint wohl aus mehreren Perspektiven erzählt zu werden, einmal von Bent und auch von Faye. Mhm. Und eventuell vielleicht auch noch von weiteren Charakteren, die da eine wichtige Rolle spielen bei dieser Zeitgeschichte. Und auch interessant eigentlich, dass man sowohl noch diese heile Welt, wie man sie so kennt, sieht und dann wiederum das postapokalyptische, zerstörte San Francisco, was man jetzt zu Beginn dann ja auch schon sich anschauen konnte. Bin ich echt sehr gespannt drauf. So, deine persönliche Prognose, man sagt ja immer, Adventures sind tot und so. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Wir haben jetzt gerade eins gemacht und es hat auch viel Spaß gemacht und wir glauben auch, dass es ein wirklich gutes Spiel geworden ist. Es ist ein Nischending. Aber Computerspiele sind ja mittlerweile auch so in die Richtung gegangen. Der Markt hat sich einfach aufgefächert. Es gibt diese ganze Nostalgiewelle, dass ganz viele Leute halt wieder die alten Genres spielen wollen, mit denen sie groß geworden sind. Es gibt halt Casual Games und diese ganzen Sachen, die jetzt aufkommen. Und ich denke, dass da alle Genres jetzt auch ihren Platz finden. Also Zielgruppenerweiterung. Und interessanterweise sind es ja oft auch so ältere Leute, die auch noch Point-and-Click-Adventures spielen. Also so ab 30, 40. Genau. Adventures sind nicht tot. Adventures sind nicht tot und vielleicht ist New Beginning auch so, vielleicht so das Adventure so in seiner erwachsensten Form. Ah!
Aber es ist noch nicht zu spät. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Halt! Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Boah, so was Blödes ist, der Strom ausgefallen ist, ey. Das ist aus dem Tomahawk, oder nicht? Ja, das ist so scheiße. Wir waren so weit in dem Game und dann mittendrin einfach ausgefallen. Oh. Ah, sind wir so gehen müssen? Ja, irgendwo ist ein Stromkasten. Ey, ja, ja. Weißt du, worauf ich das gerade erinnert? Ha? Wir haben doch letztens gespielt Amnesia, The Dark Descent. Ja, Amnesia. Das ist vielleicht eines der gruseligsten Spiele, die überhaupt hier produziert worden sind, ne? Also, wirklich. Statisch geradezu. Ja, das war, also wo diese ganzen anderen Horror-Games da rauskamen, ne? Wo es um so Sachen ging wie Resident Evil, die immer mehr in Richtung Action gingen, ja. Auch die neuen Silent Hill-Spiele, die immer actionreicher geworden sind und so weiter, da war das irgendwie wieder so ein schöner Schritt zurück. Also weniger Action, weniger Waffen, weniger Splatter, sondern einfach sich sehr auf Atmosphäre und Grusel zu verlassen. Das hat Penumbra eben gemacht. Und die waren sogar so konsequent, die Entwickler, dass die, also bei dem ersten Spiel konnte man sich noch verteidigen, da gab es dann so Sachen wie Spitzhacke oder sowas. Nein, okay. Und dann haben die Fans aber gesagt, ey, wisst ihr, das wäre viel gruseliger, wenn man sich überhaupt nicht verteidigen könnte und sich mal verstecken müsste. Und dann haben die Entwickler gesagt, ey, ach, machen wir das für die nächsten Spiele, ja. Und das war eine Fanentscheidung? Ja, das war eine Fanentscheidung. Und dann haben die gesagt, das ist konsequent, das lassen wir dann ganz raus und dann konnte man sich in den zweiten und dritten Teil dann halt überhaupt nicht mehr verteidigen und musste sich verstecken und sowas. Geil. Es ist total subtil, es hat, spielt sehr mit Urängsten, es geht sehr stark um die Story. Und was sie übernommen haben in Amnesia, das ist der geistige Zustand der Spielfigur. Ja, also ja. Immer wenn du was Gruseliges siehst, in gruseligen Räumen bist und jetzt in diesem Fall von Amnesia halt es total dunkel ist, dann wird deine Figur immer nervöser, genau, stimmt. Und kann entdeckt werden. Ja. Das ist ziemlich cool. Ja, und diese geistige Zustände von deinem Charakter, die werden ja auch sehr schön visuell untermalt, visuell und auditiv auch. Mhm. Also wenn du in die Dunkelheit kommst und dein Bild verschwimmt, du hast dieses komische Käferkrabbelnartige Geräusch, dein Charakter fängt richtig an, sich zu fürchten. Also du hörst das an seinem Atem zum Beispiel, du siehst das an seinem Tunnelblick. Und da wird dir auch als Spieler echt Angst und Bange. Also manche Szenen im Spiel. Ich weiß nicht, warst du an der Stelle mit der Frau, wo du so durch so Gänge latscht, dann hörst du eine Frau unverständliche Dinge sagen, so aus der Entfernung, du drehst dich dahin und dann gehst du der Stimme nach und was du entdeckst. Ja, und es ist nie zu plump, ne? Es ist nie zu übertrieben, zu plump oder so, sondern es ist immer genau so ein Niveau, dass es glaubwürdig wirkt. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Horrorspielen. Es ist ja nicht gleich das mega große, mega fette Monster mit 30 Tentakeln. Nein, überhaupt nicht. Oder so, ne? Sondern es spielt immer mit den Urängsten. Man bleibt dann auch immer in diesen Rahmen. Also es löst sich nie auf durch ein Mega-Monster, was du am Ende dann siehst. Ich hab überhaupt kein Monster gesehen. Ich hab nicht einmal einen Widersacher gesehen. Also ich weiß überhaupt nicht, wer einem da gegenübersteht. Es dauert auch sehr lange, bis man die überhaupt sieht. Und dann meistens auch immer sehr schemenhaft. Also es sind halt immer nur ganz schemenhafte Gestalten und das lässt dann eine Fantasie natürlich auch ordentlich kommen. Ja. Mir gefällt halt auch die Art, wie die Immersion in diesem Spiel stattfindet. Mhm. Also wie du zum Beispiel wie du halt in dieses Spiel reingezogen wirst von der Steuerung. Es ist ja nicht einfach irgendwie einfach nur Ego-Shooter-mäßig alles ab WASD und dann irgendwie sich von vorne bewegen und alles ist auf den Tasten gelegt, sondern man kann ja mit dem Mauszeiger tatsächlich Gegenstände nehmen.
Ja. Und dann so zu sich wegziehen, anziehen, Zugblasen zum Beispiel, man kriegt an. Türen öffnen. Genau, man zieht das dann einmal zu sich hin quasi mit der Maus und hat dann auch so gleich so ein haptisches Gefühl dafür. Stimmt. Ja, das ist sehr ähnlich wie damals es bei Fahrenheit, glaube ich, war das, das gemacht hat. Aber bei dem Titel ist es doch wirklich so, dass du, wenn du die Tür, oder wenn du die Maus langsam bewegst, dass die Tür sich auch langsam öffnet, leise quietscht und du halt etwas heranblicken kannst. Auch die Art, wie die Story erzählt wird, ist total geil. Du bist halt ein Typ, der aufwacht und sich dann gar nichts erinnern kann und er geht zum Schreibtisch und findet einen Brief, den er sich selbst geschrieben hat. Richtig. Weil er irgendwie wusste, dass er dann an Gedächtnisverlust leiden wird. Das ist schon allein total cool. Und du weißt halt, und immer wenn der neue Räume betritt, zum Beispiel eine Bibliothek oder so, und dort Gegenstände findet oder sich irgendwas bekannt vorkommt, dann werden diese Puzzleteile der Story immer so nach und nach zusammengesetzt. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Es hatte vom erzählerischen Stil ziemlich viel von Memento, dem Film von Christopher Nolan. Diese Textpassagen, die du dir selbst geschrieben hast, wurden auch von einem, wie ich eben schon meinte, von einem richtig guten Sprecher vorgelesen. Und das ist vom Production Value halt ja auch schon sehr, sehr hoch für ein vielleicht, weiß nicht, zweistellige Teamgröße. Ja. Weißt du, wie viele das sind? Also, genau weiß ich es nicht, aber es war bei Penumbra war es auf jeden Fall eine einstellige Zahl von einem Kernteam. Also ich glaube, es haben 4 Leute angefangen und dann ist das so langsam gestiegen. Jetzt sind es natürlich ein paar mehr, aber es ist immer noch ein sehr kleines Independent-Studio. Hm. Und die haben, also klar, man sieht es visuell ein bisschen, es sieht halt nicht aus wie ein AAA-Titel, aber irgendwie braucht das Spiel das auch gar nicht, weil die Soundkulisse halt umso besser ist. Ja, ich möchte dir ein bisschen widersprechen. Also die Grafik ist in dem Spiel an sich. Also ich fühle mich zunächst sehr an die Unreal Engine erinnert. Die hatte auch halt diese Art der Präsentation, diese dunklen Gewölbe und die Echtzeiteffekte und so. Und also ich finde die Grafik eigentlich fantastisch. Sie ist gut. Sie ist auch richtig gut für die Art von Spiel auf jeden Fall. Also man darf sie auch gar keinen Fall vergleichen mit so Megatiteln, wie wenn wir jetzt beim Horror-Genre bleiben, mit 4 zum Beispiel oder so. Hm. Das ist aber auch unfair, weil es nun mal um etwas kleineres Entwicklerteam geht und die haben. Also für diese Kapazität, die sie zur Verfügung haben, auf jeden Fall einiges geleistet. Also gerade was die visuellen Effekte angeht, die Beleuchtung ist total stark. Die Beleuchtung ist stark. Die ist richtig gut bekannt. Und auch diese Kameraeffekte, wenn du langsam in diesen Wahnsinn driftest, wird ja auch irgendwie dein Sichtfeld wird immer größer. Mhm. Also dein Sichtwinkel, das heißt, alles sieht so verzerrt aus. Und ich habe mich wirklich dabei beobachtet, wie ich, naja, das beobachte ich immer, wenn Frauen Mario Kart spielen, dann machen die immer so am Lenken. Und das ging mir bei Amnesia sehr ähnlich. Also ich habe gesehen, dass mein Charakter wirklich gerade auf den Boden kriecht, weil er nicht mehr kann. Ja, und ich war auch so um die Ecke gucken und sowas. Ja. Also immersiv ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, total. Entschuldigung. Ja, furchtbar. Dann. Ich glaube, wir kommen nie wieder hier raus. Postal 3. Ja, und keiner wusste, dass
das kommt. Wenn keiner wusste, dass es kommt. Das weiß jeder außer uns wahrscheinlich, aber... Ja, wir liefen da durch die Business Area und dann plötzlich prangerte uns das Post-Banner irgendwie an und wir dachten alle, das käme überhaupt nicht. Und noch dürfen wir darüber sprechen. Ja, genau. bevor es dann erscheint und womöglich vom Markt gezogen wird. Und wir hatten ein ganzes Interview mit dem ausführenden Produzenten und ein sehr lustiger Typ, der uns das sehr locker flockig vorgestellt hat. Sah auf jeden Fall insgesamt etwas deutlich comichafter aus als die alten Teile. Also ich glaube, sie wollten mit diesem Teil deutlicher unterstreichen, das ist Satire und das ist irgendwo nur Spaß. Wir wollen damit keine Grenzfläche für Verrückte irgendwie bieten, sondern es soll dann schon irgendwo was Gesellschaftskritisches sein. Well, actually we plan to even be more humorous, because the humor is what Postal was always been famous for. We actually don't think our game is something that you can call a super violent something. It's more, you see, it's all about satire and gags and some crazy stuff. Let me pick up the badger and show you what the badger saw is capable for. That's right. So you see, you're laughing, and that's what we basically want the player to be while he plays the game. We want him to laugh his pants out. We're not, you know, we're not trying to scare or frighten the player somehow. Er hat uns dann auch verraten, dass sie im Spiel sehr darauf geachtet haben, dass man der Konsequenzen auch immer irgendwie bewusst ist. Ich glaube, er hat uns eine Mission gezeigt, wo man eine Schauspielerin beschützen muss und dann kommen ganz viele Demonstranten und greifen diese Schauspielerin an und dann hat man die Wahl, ob man die jetzt mit einem Taser einfach nur betäubt und niemanden tötet im Grunde genommen oder ob man tatsächlich Waffengewalt anwendet, aber dann kommt sofort eine Cutscene, die zeigt, jetzt gibt's Polizisten und du stehst quasi, wirst verfolgt von der Polizei. The major difference here is that now we have a branching storyline which enforces the player to choose which path he wants to play. He wants to be a completely insane guy as he used to be, or he wants to try to be a better person. And in comparison to Postal 2, where some people know that you could potentially complete the game without killing anyone, but nobody told you about that and there were no rewards for that. So here now we enforce this idea very heavily. Each time there is an option not to kill somebody. We saw that in the cutscenes. We were showing that killing people leads to police being around you and the whole mission becomes way more complicated. Ja, diese Handlungsfreiheit, die beim zweiten dann doch gefehlt hat, ne? Die haben sie ja groß angepriesen damals, dass man, ja, wenn man jetzt irgendwie diese Tüte Milch in dem Laden kaufen möchte, dass man das auch völlig... Völlig gewaltfrei machen kann, aber man wird die ganze Zeit über so provoziert, dass man irgendwann automatisch Gewalt anwenden muss. Mhm. Genau. So, oder, keine Ahnung, man wird einfach angegriffen. Irgendwann geht's gar nicht mehr anders. Das muss man sich verhindern. Ja, genauso wie mit dieser einen super Mission, wo man in die Bibliothek muss und einfach nur ein Buch abgeben möchte. Und dann hast du da diese ganzen Demonstranten mit den T-Shirts irgendwie, burn a book, save a tree. Total abgefahren und die greifen nicht automatisch irgendwann an. Postal 3, you'll find a lot of crazy douchebags of all sorts and a lot of fractions and a lot of intrigues going on. But Postal Dude, again, as in previous game, he's just trying to live his normal life. And he's not the maniac or any violent guy, he just reacts on the crazy world around him. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die ultimative Wahl zu treffen. Hat man den Postal-Film gemocht oder nicht? Then there's one question I would like to ask. What do you think about the Postal film? I think this is the best movie this director has ever made. But it's still has some fun episodes, but you know what?
After all, Uwe Boll appears in the game. There is a mission with the Uwe Boll here. Well, I can't show it, it's not in this build very, but later. Where exactly? Yeah, he appears in the game, where he shoots his new movie and is being attacked by the critics. And there the player may choose whether to protect Uwe or not. So, I think there everybody will answer themselves whether they like the creations of Uwe Boll or they don't really like it. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ich sage, er hat auch gute Filme, aber da gibt's abweichende Meinungen. Aber auf jeden Fall zeigt das auch, dass Uwe Boll deutlich Humor hat und sehr selbstironisch drangeht, weil er hat diese Rolle im Spiel tatsächlich auch gesprochen. Also soweit, das hat er uns schon verraten. Also das wird er sich nicht nehmen lassen. Ja, und da wäre ich jetzt auch nicht ausgegangen. Da macht er auf jeden Fall mit. Ja, und sehr cool finde ich das. Bin ich auch sehr gespannt, wie das rüberkommt im Spiel. Bei Postal euch das ansehen konntet, habe ich dann ein Date beim FIFA, glaube ich, ganz schön abgelegt, beim neuen FIFA-Ableger. Vorher hatten wir Pro Evolution Soccer noch angespielt. Also ich muss sagen, Pro Evolution Soccer ist für mich im Vergleich noch einen Tacken realistischer geworden. So vom Passen, vom Ablauf des ganzen Spiels etc. FIFA 11 sicherlich auch nicht schlecht. Also gut, bei mir kamen die Pässe zumindest an, bei Date leider nicht so. 3:0. Aber ich muss sagen, bei FIFA ist es dann doch sehr ausschlaggebend auf Konsolen, dass die ganzen Transfers, die ganzen Lizenzen für die Ligen haben, weil ich doch dann eher mit Dortmund halt spielen möchte, als nur mit Bayern oder. Ja, die haben die Bundesliga-Lizenz. Das macht auf jeden Fall viel aus. Also für mich letztendlich auch. Was ich bei Pro Evolution Soccer halt sehr, sehr stark fand, war, dass man eine unglaubliche Kontrolle über den Ball hat. Also man kann diese Schüsse wirklich, wie Michael schon sagte, einmal aufladen. So, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Also man kann wirklich sehr, sehr präzise entscheiden, wie man Pässe spielt, wie man welche Schusstechnik, genau, hart, kurz, weiter, was auch immer. Das ist bei FIFA nicht ganz so einfach. Was bei FIFA jedoch aufgrund dieser vielleicht fehlenden Möglichkeit, die Bälle so halt so zu schießen, wie man es im Pro Evo kann, ist, dass man halt ein unglaublich starkes Kurzpassspiel, ein sehr schnelles und präzises Kurzpassspiel spielen kann. Also während man wirklich noch am Aufladen ist, praktisch, bei Pro Evolution Soccer hast du irgendwie die X-Taste, was auch immer, schon ein paar Mal gedrückt und dann hast du den Ball schon am 16er, genau. Und das ist halt das, was FIFA so ausmacht, die Schnelligkeit. Was mich schon freue, ist, dass man so für jeden Verein die eigenen Fangesänge implementieren kann, jetzt haben wir FIFA 11. Also, da sollen Sie selber singen oder sind Sie schon dabei? Da sind welche schon dabei, aber so wie ich sich das anhörte, kann ich mir vorstellen, dass es da auch downloadable Content geben wird. Man kann dann aber auch, wenn man sich selbst erstellt, dann auch, dass die ganzen Fans die Südtribüne dann deinen Namen streien, zum Beispiel bei einer Aufstellung und so. Da bin ich echt mal gespannt, wie die das so hinkriegen. Und am Joypad, Toto! Genau, bis zum nächsten Schalke. Im Stadion nehmen gerade live dann die Fangesänge auf. Ja, also da bin ich echt gespannt, weil das hat mir irgendwie auch gefehlt, dass so ein bisschen mehr Stadionatmosphäre da reinkommt. Wenn die das jetzt gut hinkriegen, dann ist das mein Spiel auf jeden Fall. Ja, das ist immer das Gröbste in diesem Fußballspiel, ne? Dass du halt diese Stadiongesänge, dass es halt nicht realistisch rüberkommt und die Kommentatoren einfach unter aller Kanone sind. Also wenn ich da an FIFA 10 denke, irgendwie, das ist, oh. Talk in recent years about Arsenal's style of football. The supporters, the diehards, disappointed that the flowing game that they played hasn't produced too many trophies. Well, it wasn't textbook stuff, but he did the job the defender just about. Vermaelen, Clichy, Cesc Fabregas. Ich sag mal, man simuliert ja eigentlich gar nicht ein Fußballspiel, dann man simuliert eigentlich ein Fußballspiel im Fernsehen zu sehen. Und ich meine, ich spiele generell diese Spiele nicht, aber wie seht ihr beiden das denn? Also es ist schon richtig, dass teilweise ich dann manchmal denke, dass das jetzt auch eine Sky-Übertragung sein könnte, wie das aufgezogen ist, auch mit den Zwischeneinblendungen von den Spielern etc. Aber das gehört für mich irgendwie dazu, weil ich sitze halt öfter ja auch schon mal zu Hause und gucke Fußball und
da ist es für mich halt realistischer in dem Moment, dass das auch wie eine Fußballübertragung abläuft, das Ganze. Mhm. Und solange es gut spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Spiel letztendlich funktionieren könnte. Also muss ja irgendwie, also ein Fußballspiel lebt ja nicht von dem Spiel an sich alleine. Das Fußball lebt grundsätzlich von dieser Mentalität, die alles, was darum halt ist. Die Kommentatoren, das Stadion und grundsätzlich diese Spieler, wo du halt Fan bist letztendlich. Und deswegen funktioniert es als Übertragung ganz gut. Okay. Weil man sich da eher reinversetzen kann. Du sitzt halt vor deinem Fernseher und guckst dir ein Fußballspiel an. Steuerst dabei aber. Und das ist halt, das wird mir dabei erwischt, wenn es wirklich wichtige Spiele sind, die gerade bei FIFA, dass ich da richtig, wie als wenn ich jetzt ein Live-Spiel sehe, jubel, wenn ich ein Tor mache. Das ist, das gehört einfach dazu. Und das ist dann halt diese Immersion, die dann halt stattfinden muss bei so einem Sportspiel auch. Gerade bei Fußball. Und at the end of that cross, that was an awkward ball to deal with, but the header solved the problem. Diarra. Great ball. Hits it well. The very best time to get in front with a goal this late in the game. Well, this game has been so dramatic, I hesitate to confirm it, but that looks like the winner. So near the end. Well, I do agree with you, Mr. Tyler. How did they get back from that? Ja, meine größte Enttäuschung der Messe, Need for Speed, das neue. Das war echt, also es fing bei den Motorengeräuschen schon bei mir an. Das klang eher mehr, als ob man da auf dem Rasenmäher 500 da seine Runden dreht, als ein Mercedes SLK 500. Und es war für mich so, als ob die Burnout-Entwickler, das hat man gemerkt, dass die irgendwie keinen Bock hatten oder so auf das Spiel, das zu programmieren, weil es war alles so leicht runtergenudelt, da mal so eine leichte Kollision von Burnout Paradise dann reingebracht mit der Zeitlupe, aber auch nur halbgar alles, also bei weitem nicht so detailliert und ja. Also ich fand, einen Crash hatte ich irgendwie, da habe ich einen Polizisten halt von der Strecke genommen und er fuhr langsam, ich fuhr langsam und ich habe ihn dann irgendwie aus Versehen wahrscheinlich nur gecrashed und auf einmal hast du die Riesenexplosion gesehen, es war auf einmal super schnell, Kamera irgendwie flog quasi daran vorbei, obwohl ich eigentlich nur 50 Sachen gefahren bin. Das wirkte alles, es wirkte auch alles sehr geskriptet, wo der Superpolizist mit seinem Lamborghini dann auf einmal aufgetaucht ist, der Hubschrauber aufgetaucht ist. Das hatte für mich gar nicht so den Druck eines wirklichen Burnouts. Konnte jetzt vielleicht ein bisschen, wenn das eine Demo war, dass die das halt so alles da reingepackt haben oder so vielleicht, aber auch so, das Fahrverhalten war irgendwie wie an der Stange auf einer Schiene oder so. Das Anfahren, das Beschleunigen, alles war irgendwie, als ob man sich auf Schienen dann bewegt und kam irgendwie kein Fahrgefühl rüber. Fand ich sehr schade, war ich doch sehr enttäuscht. Hatte mir ein bisschen Hoffnung gemacht, okay, viele werden jetzt sagen, Need for Speed halt, war schon seit Jahren stagniert die Serie, aber gerade dadurch, dass halt die, wie heißen die jetzt, Paradise-Entwickler nochmal? Criterion. Ja. Damit an Bord waren, da hatte ich doch schon ein bisschen Hoffnung reingesetzt, dass das was wird, das Spiel, aber... Leider nicht. Alle Burnout-Teile ja wirklich extrem geil waren. Ja. Also selbst der gewagte Paradise-Titel, der ja schon so seine Schwächen hatte, war teilweise ein bisschen monoton und so, selbst der hat irgendwie noch gerockt. Ja, also da habe ich auch Stunden dran verbracht. Und selbst was ich selten mache, so Sammelerfolge, sage ich mal, zu machen, habe ich bei dem teilweise gemacht mit den ganzen Werbetafeln und so, weil es einfach Spaß gemacht hat, dadurch die City zu heizen und gute Musik dabei, dann die Anlage drauf und dann konnte man schon ein bisschen den Proll raushängen lassen. Aber das ging, oder hatte ich jetzt bei Need for Speed gar nicht das Bedürfnis noch. Das war... Fast zu brav? Es war zu brav, ja. Aber bei Burnout Paradise gab es halt viel mehr zu entdecken und viel mehr zu machen. Also man hat alleine diese Achievements praktisch unlocked, indem man einfach nur, ich möchte jetzt auf jeden Fall mal schaffen, eine Barrel Roll zu machen oder sowas. Ne? Das hat einen schon motiviert. Barrel Roll! Das hat einen auf jeden Fall schon motiviert und das fehlt so einem Need for Speed Teil auf jeden Fall.
Wow, that's quite a mic. Ich bin doch ein bisschen wahnsinnig. Ist drauf auf dem Bild? Meine Hand? Okay. Nein, ich muss das machen. Nein, das verwirrt mich nur im Schnitt. Das ist der Artist, der muss das. Sollen wir noch den Stromkasten? Filmst du noch? Ja.